15 Minuten nach Stück ist das in Ordnung. Länger. Ich nehme das jetzt bestimmt schon länger auf, aber das sollte man vielleicht nicht machen. Zumindest für mich als Video soll ich das vielleicht mal anstreben. 15 Minuten Parts sind da ganz human. 15 Minuten kann man das ertragen. Es kann halt sein, dass manchmal ein Part an einer Stelle hängen bleibe. Und dann ist das halt so. Aber halt mehrere Parts, bis ich vorankomme. Weil ich später vielleicht mehrere Parts an einer Stelle hängen. 4-5 Parts an derselben Stelle. Ja. Ganz normal bei dem Spiel. Rüber zum Checkpoint müssen wir kommen. Verdammt! Das kann man bestimmt auch von einem Zug schaffen. Rüber. Alles boing 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 und dann könnte man das auf jeden Fall, wenn man das auch will. So, jetzt hier runter, nicht in den Zacken stoßen. Ah, verdammt. Rechtzeitig rüber. Weil das dann diese Ruhe hier bis zum nächsten Screen geht, wird es dann auch ziemlich knapp hier. Oh Mann. Der Soundtrack macht. Sehr knapp an den Dingern. Also! Das war doch schon ganz gut. Ganz gut, bloß zu weit am Rand. Also! Mann. Bisher noch nicht wirklich geraged. Das kann sich bald noch ändern. Bisher entspannt, bisher bin ich entspannt. Bin tiefenentspannt. Es wird noch. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weiterzukommen. Lass mich hier noch 50 Mal fehlen, dann werde ich auch irgendwann. Mir noch 5 Minuten in diesem Raum. Wenn ich den nächsten Checkpoint erreiche, bin ich zufrieden. Dann kann ich wieder durchatmen. Bin ich wieder entspannt. Dann gleiche ich mich dann wieder aus. Wenn ich ein bisschen wenig rede, liegt es daran, dass ich versuche, hier konzentriert zu sein. Man nicht fehlen will. Liegt es daran, dass ich nicht fehlen will. Diese Musik allein, die stört schon so. Die treibt schon ein Blut um die Höhe. I'm sorry, please forgive me. Sind die Untertitel hier. Ich vergebe dir. Thank you.
damit ich reinzuspringen, das ist schwierig. Schwierig. Oh Mann. Die Konzentration sinkt. Von Sprung zu Sprung. Vielleicht sollten wir hier mal pausieren. Man weiß halt nicht, dann starten wir wahrscheinlich am letzten Teleporter. Wieder neu. Das wäre frustrierend. Das wird noch frustrierender. Beim letzten Checkpoint und wahrscheinlich am letzten Teleporter. So wird es sein. Hoffentlich nicht am Anfang des Levels. Das wäre noch blöder. Weiß halt nicht, wo das Spiel speichert. Das ist halt. Wahrscheinlich an den Teleportern. Das ist zu denken. Davon ist auszugehen. Oh Mann. Ich wollte hier nur einen kurzen Sprung machen, weil ich dachte, ich bin schon weit genug drüben. Ich soll ja nicht denken. Free your mind. Und auch nicht zu weit. Nicht zu weit und nicht zu kurz. Das ist hier die Kunst. Oh Mann. Wenn man das in der Weile aufnimmt, wird man auch in gewisser Weise ein bisschen körper. Oh Kacke. Jetzt hier noch weiter zum Checkpoint. Und jetzt hier stirbt das natürlich blöd. Nein! Gerade eben noch gesagt. Schon drüben. Ich hab's schon fast geschafft. Checkpoints. Ich sah schon den Checkpoint. Den sieht man die ganze Zeit, wenn man es nur hier ein bisschen weiter schafft. Schon. Das ist das Frustrierendste. Wenn ein Checkpoint direkt vor der Schnauze hat. Ui. Macht sich frustriert halt bald. Langsam bin ich frustriert jetzt. Glaubt ihr mir das? Jetzt rechtzeitig auf. Puh. Jetzt gutes Timing haben. Da kommt man eh nicht drüber auf der anderen Seite. Nein! Als ob. Den Sprung lerne ich auch noch irgendwann. Dann müsste ich meine Aufnahme machen beim nächsten. Meine Aufnahmepause machen beim nächsten Checkpoint. Die habe ich dringend nötig. Da bin ich auch noch nicht gestorben. Auf der anderen Seite hier bin ich generell noch nicht gestorben. Glaube ich zumindest. Bin schon so oft hier gestorben. Nicht sagen. Bestimmt einiges schon verdrängt. Auch solche Fails. Auch solche Tode sind natürlich ist dabei. Unnötige Tode. Death Counter wäre ja wirklich interessant. Wenn man da schon fünfstellige Zahlen kriegen kann am Ende des Spiels. So, fokussier dich. Ach, langsam. Langsam habe ich auch die Schnauze voll. Kann ich mal die Kopfhörer muten. Vermutlich dann hört ich es noch weiter. System Sound einfach ausmache, dann höre ich die Musik nicht mehr. Und dann mache ich das wirklich. Ihr werdet es dann wahrscheinlich noch weiter hören. Ja, wenn ich meinen Kopfhörer ausmache, dann ist das dann.
das Spiel haben. So funktioniert Technik nicht. Ich hab's eh schon leiser. Irgendwann ist die Lautstärke noch egal. Ich hoffe, ihr haltet das jetzt hier noch aus. Ihr könnt ja abschalten. Das ist ja das Ding. Ich kann's nicht. Ich weiß nicht, wer sich das überhaupt antun will. Das Let's Play, aber... na gut. Vielleicht einige geben, die das gucken wollen. Da gibt es ein paar Leute, die das gucken. Das ist ein Klassiker-Spiel. Durchaus interessant, vielleicht, denke ich mir. Irgendjemand sieht mir vielleicht gern beim Stern zu. Wenn es euch unterhält. Macht es bisher ja auch halbwegs Spaß. Das hier macht mir, dieser Abschnitt macht mir gerade gar keinen Spaß, aber davor. Der Abschnitt davor. Und der davor und der davor und der davor. Damit ich reinzuspringen, das ist natürlich. Das gefällt mir gar nicht. Durch den Raum dort. Meine Fresse. Kommen wir jetzt hier durch. Durch die Kometen durch, das wird ja auch noch lustig. Nächster frustrierende Raum. Aber wie? Muss man nur passen, ist durch die Dinger durch. Wie man das hinkriegen soll, weiß ich auch nicht. Oh Mann. Auf den Dingern landen, ist das ganz gut. Kann man mitten durchschweben, aber vielleicht können wir stehen bleiben, wenn wir dort auf einem Ding landen. Man kann stehen bleiben und dann hier an der Spitze sterben. Oh wei. Da noch keine Taktik dazwischen. Und dann eine Spitze sterben. Du musst da glaube ich in einem Wasch durch. Ha, fast. Wir waren schon ziemlich nah am Ende. Wenn man mit sich reinspringt, dann ist das relativ gut. Das versuchen mit sich reinzuspringen, in die Mitte hier. Genau so. Check the points. Okay, und jetzt hier. Muss man auch wieder so eine Akrobatik machen. Oh Mann. Damit ich drauf zu landen und dann zurück und dann... Living Dead End.
Wahrscheinlich kommt er, vielleicht ist das Kiel, wahrscheinlich ist das gar nicht hier so lange. Mir kommt das nur so ewig vor. Es würde schon eine Stunde spielen, aber ich bin erst bei einer Viertelstunde. Ich hab das Bewusstsein für Zeit verloren. Auf zum nächsten Teleporter. Da mache ich da mal dringend eine Pause. Oha, ist bestimmt noch weit. Oh Mann. Ich brauche eine Pause. Zählt einer von euch überhaupt die Tode? Ich meine, wäre es doch bekloppt, die Tode zu zählen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn jemand Spaß dran hat, die Tode zu zählen. Das sind bestimmt schon viel zu viele. Sagen wir mal, viel zu viele. Ich glaube, man muss da drauf landen, um dann zurückzuspringen. Ich bin bisher noch nicht drauf gelandet. Immer gegen die Stacheln geflogen. Hab das noch nicht geschafft. Sind wir schon im Tausenderbereich, oder? Immer noch im dreistelligen Bereich. Passieren ja sich gründlich hier die Tode. Das ist mit zu zählen, da bist du ja beschäftigt. Wer gerne zählt, kann das gerne machen, aber er muss da drauf, sonst kommt man da nicht. Weil da dreht man sofort ab hier. Ich glaube, ich nicht speichern, das ist ja das Problem. Oha, und dann gehe ich wieder zurück. Man kann ja nicht stehen bleiben, weil man da an die Decke springt. Wenn man es geschafft hat, dann gleich wieder zurück. Ach du Scheiße. Mittig landen und dann wieder zurück und dann hier. Die Codes. Check the points. Sehr schön. Oh, das Blaue. Oh no, Captain, are you stuck here? It's okay, I'm here to rescue you. Let me explain everything. What? I didn't understand any of that. Oh, well, don't worry. Follow me, everything will be alright. Sniff. Really? Okay then. Where's some blue? Teleporter? Yes, game saved. Press enter to teleport. Ich brauche eine Aufnahmepause, dringend. Level complete. Zweites Level geschafft. Das war das zweite Level. Den zweiten Crewmitglied gerettet. You have rescued a crew member. Three remain. Oh je. Gut, freut euch auf Level 3. Ich beende jetzt hier mal. Ja, ich brauche dringend eine Aufnahmepause davon. Macht's gut. Bis zum nächsten Part oder bis gleich. Mal schauen, wie ich das hier schneide. Haut rein.